Herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es einmal um das Thema Welpengruppen. Und zwar, wie ihr gute von schlechten Welpengruppen unterscheidet und wonach ihr eine gute Welpengruppe aussuchen solltet. Wir haben sehr viele Leute gefragt, worauf sie bei der Auswahl einer Welpengruppe achten sollten. Deshalb möchte ich euch da einfach mal ein paar Tipps zu geben, worauf ihr achten solltet und was meiner Meinung nach besonders wichtig ist. Wir fangen mal mit der Größe der Gruppe an. Die Gruppe sollte meiner Meinung nach nicht größer als 6 Welpen sein. Das ist so eine Zahl, wo der Trainer gut drauf gucken kann und wo die Hunde auch nicht überfordert sind. Riesengroße Gruppen von 10, 15 oder 20 Hunden halte ich für komplett ungeeignet. Also solche Gruppen würde ich euch nicht empfehlen. Eine weitere Sache, die wichtig ist, natürlich die Frage, welche Hunde befinden sich in der Gruppe. Da sollte es natürlich zusammenpassen. Das heißt, man sollte Gruppen haben, wo kleine Hunde zusammen sind, wo gegebenenfalls große Hunde auch zusammen sind, aber dennoch kann man da einfach mal tauschen, denn die Hunde sollen ja auch die Kommunikation lernen mit größeren Hunden und mit kleinen Hunden, aber das sollte zielgerichtet ausgesucht sein. Was ist dann besonders wichtig in einer Welpengruppe? Natürlich, dass die Hunde auch lernen, miteinander zu kommunizieren. Das sollen sie. Das heißt, sie sollen ja auch verschiedene Rassen kennenlernen. Die sollen die Kommunikation lernen. Und dazu müssen Welpen natürlich auch spielen. Im hundlichen Spiel wird eine ganze Menge gelernt. Das ist also wichtig für Welpen. Aber da ist jetzt was ganz Wichtiges, was oft missinterpretiert wird. Die Hunde sollen miteinander spielen, die sollen auch Begegnungen haben. Sie sollen alles aber auch in Ruhe machen und sollen die Zeit dafür haben. Und wenn ich jetzt eine Gruppe habe, die blind zusammengewürfelt ist, wo Hunde die ganze Zeit miteinander spielen, das heißt eine typische Gruppe, wo 60 Minuten die Hunde übereinander rennen und alles Mögliche machen, ist nicht geeignet. Viel besser ist es, wenn ich eine Gruppe habe, wo die Hunde vielleicht mal 2, 3 bis 5 Minuten miteinander spielen, ausgesucht, wo der Trainer auch drauf schaut, wo der Trainer auch mal eingreift. Also auch diese Sache, dass die Hunde das alles unter sich machen, ist meiner Meinung nach Quatsch. Da darf man ruhig mal als Trainer ein bisschen dirigieren und einfach auch schauen, dass es allen Hunden gut tut und dass kein Hund blöde Sachen lernt. Schaut also, dass die Hunde in den Welpengruppen die Möglichkeit haben, sich sozial auszutauschen, dass sie spielen, aber immer wieder unterbrochen werden. Das heißt, es sollte immer wieder Ruhepausen geben. Es sollten Welpengruppen sein, wo die Hunde ganz am Anfang auch schon lernen, Ruhe und Geduld zu zeigen. Es soll eine Frustrationstoleranz aufgebaut werden. Das sind ganz wichtige Sachen. Das heißt, bei mir in den Welpengruppen ist es auch immer so gewesen, dass wir angefangen haben mit einer Bleibübung. Die Hunde mussten dann auf einer Decke bleiben, mussten entspannen, mussten auch dann mit ihrem Halter arbeiten. Das heißt, die ersten Kommandos werden gefestigt. Der Hund soll ja in der Welpengruppe auch lernen, dass es mit seinem Halter zusammen Spaß macht. Und dass er sich einfach auch zurücknehmen muss, dass er einfach auch mal warten muss. Das ist ganz, ganz elementar wichtig. Und der Hund sollte nicht lernen, dass es in diese Welpengruppe geht, dass die Leine losgemacht wird und dass dann alle Welpen irgendwo 40 Minuten übereinander rennen und dann werden 1, 2 Übungen gemacht. Also die Welpengruppen, wo ganz, ganz viel Halligalli ist, die würde ich euch nicht empfehlen. Versucht, solche Gruppen zu meiden. Und das ist manchmal ganz schön schwer, weil gerade neue Welpenbesitzer auch denken, die Hunde sollen Spaß haben. Das höre ich ganz, ganz häufig, dass es dann heißt, der Hund soll Spaß haben und die sind glücklich und die rennen alle übereinander. Und natürlich soll der Hund Spaß haben in der Hundeschule. Das hat er auch. Aber wenn die Hunde nicht lernen, zur Ruhe zu kommen, wenn die Hunde die Pausen nicht lernen, dann habe ich ganz, ganz schnell einen Hund, der eine wahnsinnig hohe Erwartungshaltung hat, wenn er andere Hunde sieht, der nur spielen will, der sehr, sehr stark im Außenfokus ist. Und auch da lege ich eigentlich schon so den ersten Grundstein, dass ich mir Probleme selber mache, dass wenn der Hund ein bisschen älter wird, wenn es ein Junghund ist, dann sind es oft dann die Hunde, die eine gewisse Stärke haben, die irgendwo in die Leine springen, die Probleme haben, sich zurückzunehmen, die ganz, ganz hektisch nervös sind, wenn sie andere Hunde sehen oder wenn sie in die Hundeschule gehen, dann kreischen sie schon oder fangen schon an zu bellen, weil sie so hochgradig erregt sind. Und das sind tatsächlich alles Sachen, die müssen nicht sein. Schaut also wirklich, dass ihr eine ausgewogene Welpengruppe habt. Das bedeutet,
letztendlich viele Ruhephasen, viel sich zurücknehmen, viel arbeiten mit dem Halter und ausgesuchte Spielphasen. Eine weitere Sache, die wichtig ist in Welpengruppen, ist natürlich, dass die Hunde gut vorbereitet werden auf Umweltbedingungen. Sie sollten da also viel kennenlernen, unterschiedliche Untergründe, vielleicht auch mal Wasser, verschiedene Untergründe laufen, sollten auch andere Tiere kennenlernen, andere Menschen auch vielleicht mal etwas, ja, so Sachen, die einem im Alltag begegnen können, also Menschen, die komisch gekleidet sind und so weiter. Ihr solltet eine Welpengruppe haben, die auch Ausflüge macht mit den Welpen, die also sich nicht nur auf einer Wiese treffen, sondern es sollte auch mal zum Bahnhof gehen, es sollte auch mal in die Stadt gehen, mit einzelnen kurzen Elementen natürlich, aber die jungen Hunde sollten da eine ganze Menge erfahren. Und der letzte Tipp, den ich da für euch habe, ist dann, dass ihr euch aber auch ein bisschen auf das Gefühl verlasst. Also schaut euch einfach die Hundeschule an, schaut euch den Trainer an, wie ist der Umgang mit den Hunden und lasst euch doch einfach auch mal die älteren Hunde zeigen, die aus der Hundeschule kommen oder die Hunde von dem Trainer und guckt euch das an, wie ist der Umgang, wie ist die Kommunikation, wie würdet ihr das Ganze einschätzen. Das ist übrigens auch eine Sache, die gar nicht so schlecht ist, wenn in Welpengruppen mal erwachsene Hunde mit reingenommen werden. Das sollten natürlich gute, souveräne Hunde sein, die aber dann auch durchaus mal ein bisschen die jungen Hunde beobachten, auch vielleicht mal Grenzen aufzeigen. Das ist gar nicht so schlecht. Ist kein Muss, aber wenn ihr eine solche Gruppe habt oder einen Trainer hat, der gute Hunde da hat und die das machen, dann ist das eine schöne Sache. Auch das kann ich euch empfehlen. Ja, wenn ihr noch mehr wissen wollt zum Welpentraining, dann schaut euch dazu gerne die anderen Videos auf dem YouTube-Kanal an oder besucht auch die Webseite. Da könnt ihr euch das Online-Welpentraining mal anschauen. Da sind auch noch mal ganz viele wichtige Übungen für die erste Zeit zusammengefasst. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Video.